Am 23. Mai 2020 tötet sich die 22-jährige Reality-Show-Teilnehmerin Hana Kimura mit einer Überdosis Schwefelwasserstoff. In den Stunden davor teilt sie einige Mobbing-Kommentare, die sie von Zuschauern der Sendung erhalten hat, auf Instagram und Twitter. Terrace House Tokyo wird daraufhin eingestellt. Die beiden letzten Folgen werden nicht mehr ausgestrahlt. Bitte denkt daran, das Video zu liken und klickt noch schnell auf Abonnieren. Hana Kimura steht bereits in der Öffentlichkeit, seit sie ein Kind ist. Ihre Mutter, Kyoko Kimura, ist eine bekannte Pro-Wrestlerin. Und Hana selbst gewinnt als Siebenjährige das Ironman Heavy Metalweight Championship in Tokio, verliert den Titel aber direkt danach an ihre eigene Mutter. Ab 2010, als Hana 12 Jahre alt ist, trainiert sie in der professionellen Wrestling-Akademie Wrestle Ones. Bis 2020 gewinnt sie eine Vielzahl an Titeln und Preisen, während sie in Matches unter anderem für Wrestle Ones, Sendai Girl Pro Wrestling, Ring of Honor und ab 2016 auch für World Wandering Stardom antritt. 2019 entschließt sie sich, an der Reality-Fernsehshow Terrace House Tokyo teilzunehmen. Die Show läuft bereits seit Mai. Die Dreharbeiten für Hana beginnen im September. Sie erscheint erstmals in Episode 20 der Show. In der Show leben 6 mehr oder weniger bekannte Personen zusammen im Terrace House und werden dabei angeblich rund um die Uhr gefilmt. Auch wenn die Teilnehmer außerhalb des Hauses ihren Aktivitäten nachgehen, werden sie von Kamerateams begleitet. Die Show läuft bereits in der 5. Staffel und ist extrem populär in Japan, aber hat Follower auf der ganzen Welt. Im Januar 2020 wird die Episode Nummer 38 aufgezeichnet, in der es zu einer Auseinandersetzung zwischen Hana und einem anderen Teilnehmer, dem Comedian Kai Edward Kobayashi, kommt. Kobayashi hat eins ihrer Wrestling-Outfits komplett ruiniert. Hana hat das Kostüm gewaschen und danach in der Maschine gelassen. Kobayashi sieht nicht, dass das Kostüm noch in der Maschine ist, steckt seine Wäsche dazu und stellt den Wasch- und Trockengang ein. Durch das Trocknen läuft das Kostüm ein und ist unbrauchbar. Es folgt ein circa 6-minütiges Gespräch zwischen Hana und Kobayashi, währenddem sie sich wiederholt darüber beschwert, dass Kobayashi so nachlässig war, dass sie jetzt extra ihre alten Kostüme von zu Hause holen müsse. Kobayashi wisse gar nicht, was harte Arbeit bedeutet und so weiter. Kobayashi sagt während des ganzen Vortrages nur circa 3 oder 4 Mal, es tut mir wirklich leid, sonst gar nichts. Hana weist dann noch eine andere Mitbewohnerin, das russische Model Vivi, ab, die versucht, sie zu trösten, und zwar mit den Worten: Deine Meinung ist gerade nicht wichtig für mich, ich will wissen, was Kobayashi dazu zu sagen hat. Vivi verlässt daraufhin weinend das Zimmer. Hana steht dann auf, schlägt Kobayashis Baseballcap von seinem Kopf und verlässt auch den Raum. Die Folge wird im März ausgestrahlt und löst eine Vielzahl negativer Kommentare gegen Hana aus. Ihr Verhalten wäre unangemessen und übertrieben gewesen. Einige sprechen sogar von gewalttätig. Damit ist wohl im Speziellen die Sekunde gemeint, in der Hana Kobayashis Baseballcap von seinem Kopf schlägt. Die harmloseren Kommentare, die an Hana geschrieben werden, beinhalten unter anderem Sprüche wie zum Beispiel: Alle freuen sich, wenn du ganz schnell wieder weg bist. Du bist krank, tauche bitte nie wieder im Fernsehen auf. Und als ich das gesehen habe, ist mir schlecht geworden. Kobayashi, der das teure Outfit ruiniert hat, wird kaum kritisiert und in den Kommentaren in Schutz genommen. Hanas Mutter berichtet im Nachhinein, Hana und Kobayashi wären während der Aufzeichnung vom Team unter Druck gesetzt worden, einen Streit für die Kameras zu inszenieren. Sie werden also quasi dazu gedrängt, die Situation zu übertreiben. Aus dieser Perspektive heraus kann man davon ausgehen, dass Hana ihre Aussagen Kobayashi gegenüber
nicht unbedingt so gemeint hat, sondern nur die Erwartungen des Fernsehteams erfüllen wollte. Was die anderen Teilnehmer auch wissen, allerdings nicht die Zuschauer. Darüber hinaus wird Hanna aufgefordert, Kobayashi zu schlagen. Da sie Bedenken hat, als trainierte Wrestlerin einen Mann zu ohrfeigen, entscheidet sie sich dafür, die Baseballkappe von seinem Kopf zu schlagen. Im Nachhinein wäre die Szene dann so zusammengeschnitten worden, dass Hanna als gewalttätig und aggressiv rüberkommt. In der nächsten Folge, Folge 39, entschuldigt sich Kobayashi übrigens für sein Versehen bei Hanna und bietet an, das Kostüm zu ersetzen. Hanna akzeptiert die Entschuldigung und sagt außerdem, sie braucht keinen finanziellen Ersatz, aber es ist zu spät. Die Meinung der Öffentlichkeit über Hanna ist nicht mehr zu ändern. Kobayashi äußert sich später zu den Kommentaren, die Hanna erhalten hat, und sagt, es habe ihn erschrocken, wie hasserfüllt diese gewesen sind. Er bestätigt die Aufforderung des Kamerateams, bestimmte Verhaltensweisen vor der Kamera zu inszenieren, und sagt, auch er fühlte sich dadurch unter Druck gesetzt. Hanna habe übrigens noch wenige Tage vor ihrem Selbstmord mit ihm telefoniert und habe ganz normal mit ihm gesprochen. Außerdem weiß er zu dieser Zeit noch nicht Bescheid über das Ausmaß der Hasskommentare, die Hanna erhält, und sie erwähnt es ihm gegenüber nicht. Ein interner Bericht von Fuji TV beinhaltet, dass Hanna durch selbstverletzendes Verhalten aufgefallen ist und sie daraufhin aufgefordert wurde, sich nicht mehr mit sozialen Medien zu beschäftigen, sowie sich in Behandlung zu begeben. Damit war das Thema für Fuji TV anscheinend abgehakt. Fuji TV wird im Nachhinein vielfach kritisiert, vor allem von Hannas Mutter Kyoko, da sie bereits durch frühere Erfahrungen hätten wissen müssen, wie die Darstellung Hana Kimuras von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Außerdem ist jetzt auch klar, dass Terrace House komplett gescriptet ist. Bereits während der vergangenen Staffeln gibt es Hinweise und Berichte dahingehend, und nach dem Vorfall mit Hana Kimura gibt Fuji TV schließlich zu, dass die Teilnehmer Verträge bekommen, die den gewünschten Verlauf der zu filmenden Folgen beschreiben. Eine Nicht-Einhaltung des Vertrages führt zu empfindlichen Geldstrafen für die Teilnehmer und kann den Ausschluss von der Show nach sich ziehen. Eine Teilnehmerin aus einer früheren Staffel erzählt, das Kamerateam wäre nie rund um die Uhr da gewesen. Vielmehr kommen sie nur alle paar Tage vorbei, um abgesprochene Szenen zu filmen, die später so zusammengeschnitten werden, dass es den Eindruck erweckt, sie wären über mehrere Tage verteilt aufgenommen worden. Einige Leute vertreten auch die Auffassung, Hanna hätte mit der Situation einfach professioneller umgehen müssen. Sie sei es ja gewohnt gewesen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Dazu sollte man aber bedenken, dass im Rahmen ihrer Wrestling-Karriere zwar über sie berichtet wurde, aber immer nur über ihre Auftritte, Siege und Titel, nie über ihr Privatleben. Dass sie selbst als Person und ihre Verhaltensweisen in dieser Weise in der Öffentlichkeit kommentiert und beurteilt werden, war vor ihrer Teilnahme an Terrace House nicht der Fall und kommt anscheinend sehr unerwartet für die 22-Jährige. Außerdem beginnt in Japan eine Woche nach der Ausstrahlung der Episode der Lockdown. Die weiteren Dreharbeiten werden unterbrochen. Hannas Wrestling-Auftritte fallen aus. Sie hat also keine Möglichkeit, sich abzulenken und hat den ganzen Tag lang Zeit, sich mit den Hasskommentaren auseinanderzusetzen. Sie macht mehrere Posts auf Instagram, in denen sie sich selbst abwertet und sich für ihre Anwesenheit entschuldigt. Vor ihrem Selbstmord teilt Hanna neben Fotos von selbstverletzendem Verhalten auch ein Bild von sich und ihrer Katze und schreibt, wie verletzend sie die Kommentare findet, die sie täglich erhält, und dass sie diese ernst nimmt, da sie ja die ehrliche Meinung der User ausdrücken würden. Die restlichen Episoden von Terrace House Tokyo werden nicht nur eingestellt, Netflix nimmt auch alle bereits ausgestrahlten Episoden aus dem Programm, in denen Hanna auftaucht. Am 5. Dezember 2020 ermittelt die Polizei tatsächlich einen Mann, der maßgeblich am Cybermobbing von Hana Kimura beteiligt war. Er ist Mitte 20 und kommt aus Osaka und gibt zu, entsprechende Kommentare über Hana geschrieben zu haben, da er ihr Verhalten in der Fernsehsendung einfach nicht tolerieren konnte.
Er wird wegen Online-Missbrauchs zu einer Geldstrafe von etwa 60 Euro verurteilt. Am 5. April 2021 wird ein weiterer Mann aus Tokio ermittelt, der auch zugibt, Kommentare geschrieben zu haben. Als Motiv gibt er an, er hätte die anderen Kommentare gelesen und daraufhin einfach mitgemacht. Die Strafe für den zweiten Mann wird auch auf eine geringfügige Geldstrafe festgelegt. Das liegt daran, dass Straftaten wie Cybermobbing in Japan mit den gleichen Bußgeldern bestraft werden, die zum Beispiel für eine einfache Beleidigung verhängt werden. Ein ermittelnder Polizist äußert dazu, dass er die Strafe im Zusammenhang mit Internetkriminalität nicht mehr für zeitgemäß hält. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Hattet ihr das Gefühl, die Sendung ist gescriptet? Lasst gerne einen Kommentar da, liked das Video und abonniert den Kanal für mehr interessante Fälle. Bis gleich!